Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Schwert und Schild mit Nuzlocke Challenge mit Carsten und meiner Wenigkeit. Ich werde das nie können, Carsten. Bitte? Ich werde das nie können mit dem Anmoderieren. Nö, nö, ist doch wunderbar. So fängt die Folge doch schon gut an. Mensch. Wo stehst du genau? Vom Pokémon Center oder vor der Arena? Vor der Arena, habe ich in der letzten Folge gesagt. Ja, sorry, ich renne jetzt auch dahin. Die Sarah war bei den Buddelbrüdern, hat da aber nichts gefunden. Ja, ich habe da nichts gefunden. Also schon was, aber nicht das, was sie wollte. Ja. Das tut mir sehr leid, Sarah. Ist schon okay. Oh. Ich renne jetzt rein. Genau, geh mal rein, Sarah. Oh. Bist du da auch? Nein, Sarah, ich habe schon den fünften Orden. Oh, Sarah. Sag bloß, du hast schon 4 Arena-Orden. So langsam wirst du mir ja richtig gefährlich. Pico! Gehört? Sogar Morpeko kriegt immer mehr Respekt vor dir. Respekt! Was? Moment mal, Morpeko. Willst du mir etwa sagen, dass du Sarah magst? Ich lieb dich auch! Der kann von mir aus an der Wand hängen. Das ist unsere Gegnerin in der Arena-Challenge. Ist dir das klar? Na schön, was soll's. Weißt du was? Ich geb dir meine Liga-Karte. Yay. Okay. Oh, da war ein Echo. Echo. Also mein Echo findet das auch toll, dass ich jetzt die Liga-Karte hab. Sie ist als Zeichen dafür, dass ich dich als meinen Rivalen anerkenne. Danke. Schließlich haben es außer uns nicht viele so weit geschafft. Wir sehen uns am Ende der Arena-Challenge als Gegner. Klar? Jo, von mir aus. Tschüss! Tschüss! Hey, Balduin! Balduin! Du bist verliebt. Da habe ich genau den richtigen Ball für dich. Hier, bitte sehr. Simperball. Schmeiße ich gleich der Mary an den Kopf. Mal gucken. Oh Gott. Der Fan ist da. Also immer mehr von dir, Carsten. Ja, ich weiß. Ich bin einfach Fame. Papella ist streng, aber lass dich nicht einschüchtern. Sarah, hier ging es ja um Rätselfragen, haben sie erzählt, ne? Ja. Bin ich jetzt mal gespannt. Was soll das mit den Quizfragen? Für uns geht es hier ums Ganze und sie verplempern unsere Zeit mit Spielchen. Oh, geil. Liebe ich. Ich gehe jetzt rein. Ich auch, ja. Komm, lass mich durch da. Erstmal umziehen, Carsten. Ja. Ich schlüpfe meine Uniform. So. Dein Uniform steht dir wirklich ausgezeichnet, natürlich. Boah, also Grannys sollten keine Hotpants tragen. Das ist... Dafür hat sie aber noch schöne Beine. Papella, du Alte. Oh nein. Was hatte ich nochmal für eine Stimme gehabt? Oh nee. Da bist du ja, Kindchen. Du hast immer noch viel zu wenig Pink an dir. Na, sei es drum. Meine Arena-Mission ist gleichzeitig auch ein Vorstellungsgespräch. Ich bin nämlich auf der Suche nach jemandem, der meine Nachfolge als Arena-Leiterin an. Du wirkst verunsichert, Kindchen. Keine Sorge, ich werde dir schon nicht den Kopf abreißen. Du musst lediglich ein paar Fragen beantworten und dabei gegen andere Trainer kämpfen. Das wird ein Kinderspiel, du wirst schon sehen. Es gibt da nur einen kleinen Haken. Für jede falsche Antwort, die du gibst, sinken die Statuswerte des Pokémons, das gerade für dich kämpft. Dafür erhöhen sich seine Statuswerte aber auch, wenn du eine Frage richtig beantwortest. Warum das so ist, fragst du? Nun, Feen-Pokémon verfügen eben über unerklärliche Fertigkeiten. Oh Gott. So, dann wollen wir doch mal sehen, wie du dich so schlägst, Kindchen. Die will mir nicht den Kopf abreißen. Ich glaube, ich hoffe aber, dass sie dieselben Fragen im Kampf stellt. Ich glaube, das ist eine entfernte Verwandte von der Hexe von Hänsel und Gretel. Also die will uns bestimmt alle fressen. Die hockt da an dem Tisch. Wie geil ist das denn? Auvi. Also dann, wollen wir doch mal sehen, ob du das Deck zur Arena-Leiterin hast. Soll ich es vorlesen oder soll ich es nicht vorlesen? Wir sind jetzt eben im Kampf. War das jetzt ein Ja oder ein Nein? Weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht, wie das gleich aussehen wird. Ob wir gleichzeitig die Fragen lesen oder nicht? Keine Ahnung. Sag mir gleich einfach mal, ob du eine Frage hast oder nicht. Ich weiß, dass ich ein Parfi besiegt habe. Dito.
Gut. Sarah, das wird sehr gut, sehr schnell rumgehen mit unseren Stahlviechern. Keine Sorge. Oh, Sabayone. Sabayone ist nicht ohne. Frage! Hast du Frage? Ja. Kennst du die Schwachstellen von Feen-Pokémon? Ja! Beides ist richtig, Sarah. Fabelhaft, Stahlattacken sind sehr effektiv gegen Feen-Attacken. Beides war richtig. Oh, okay. Los, Eisenschelde. Sehr geil. Tschüss. Also das wird jetzt hier, das wird ein Kinderspiel. Gut, ich weiß nicht, welche Fragen noch kommen. Wenn hier gefragt wird, oh, auf welchem Level? Dann bin ich raus, ja. Aber ich finde das cool mit den Fragen. Nicht übel. Ich kann. Ach so, das ist ja gar nicht. Vergiss es. Okay. Wiedersehen. Das sind dieselben von E? Das sind alles Sisters, weißt du? Das sind die Fairy Sisters. Juliana. Flauschling. Oh. Dann kommt gleich bestimmt Parfiness. Bin ich gespannt, ob du recht hast. Carsten hat immer recht. Yeti, fick die Arena hier, ey. Ekelhaft. Ich scheiß auf Pink. Siehste, Parfiness. Oh, Gedankengut für Bianca. Hast gehört, Sarah, ich hab recht. Frage. Ja, da bin ich noch nicht. Wie hieß der Arena-Trainer, gegen den du als erstes gekämpft hast? Susanna oder Susanne? Jarro. Ach so, nee, hieß der Arena-Trainer, gegen den du als erstes gekämpft hast. Hier jetzt? Ich glaub schon. Oder in der Pflanzen. Ach, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Sagst du Susanne? Sagst du Susanne? Richtig! Was hast du gesagt? Susanne. Gut, danke. Wunderbar, der Trainer eben hieß Susanne, siehste? Wusste ich. Und mein Albino-Bruder, den ich hier eingesperrt habe, der mein Echo immer nachplappert, der wusste das auch. Tut mir leid mit dem Echo. Bitterkuss, nein, sei doch nicht verwirrt, Doris 2. Also ich habe sie besiegt. Oh, mit Double Glow. Danke. Ich hoffe, da kommen jetzt nicht nochmal so Fragen, weißt du? Da muss man ja auf jedes Detail achten hier. Ja. Ich hoffe, da kommt wieder so eine Frage über Pokémon und nicht über die Biografie von den Damen hier. Was ist mein Lieblingsessen? Eisenschädel. Das ist dein Lieblingsessen. Ist das die nächste Frage? Nee. Okay. Ich bin jetzt bei der Ursel. Ja. Ursel, so heißt mein Elfhuhn. Oh. Ich spoiler dich nicht, Sarah. Frage. Was esse ich morgens zum Frühstück? Stand bestimmt auf der Ligakarte, oder? Nee. Curry oder Omelette? Ich weiß es nicht. Omelette. Curry zum Frühstück. Genau, ich habe eine Schwäche für Omelette mit Käse. Siehste. Oh Gott sei Dank. Danke, Curry zum Frühstück. Also, das mache höchstens ich. Und kalte Pizza und so. Und das stimmt, ja. Dir traue ich sowas zu. Ja, natürlich. Und tiefgefrorene Reisballen. Die esse ich auch ganz gerne, wie du weißt. Gardevoir, oh, schön. Wollte ich nicht spoilern, aber ist irgendwie kein Match. Aus der Stahlattacke fertig. Tschüss, Gardevoir. Oh, Shiny Gardevoir ist hübsch. Ja. Shiny Mega Gardevoir ist hübsch. Ja. Wo gehst du denn jetzt hin? In dem Trauerkleidchen. Ah, sind wir fertig, ja? möchtest du sie jetzt zum Kampf herausfordern? Ja, klar, her damit. Schnell, bist du da? Lassen die einem die Option oder was?
Wieso, nachdem du Gardova erledigt hast? Das sind Bewertungsbögen für die Arena-Mission. Delio, nicht bestanden. Richtige Antworten, eine. Selten habe ich so ein Talent für Pokémon-Kämpfe gesehen, aber er ist schwer einzuschätzen. Zania, nicht bestanden. Richtige Antworten, drei. Ausgezeichnete Darbietung. Aber sie gibt zu schnell auf. Nun ja, es ist sicher nicht leicht, die Enkelin der berühmten Magnolika zu sein. Okay. Ich warte in der Arena mit der Alten. Ja, bist schon... Ach nee, muss noch reinlaufen, gell? Mhm. Okay, lass reinlaufen. Ja, wie gesagt, ich bin schon ich bin schon bei ihr. Ach so. Ja, genau. Ich rieche schon die Mottenkugeln in ihrem Schal da. Ich finde die so cool. Ja, die ist einfach geil. Für eine Vorstellung mag es etwas spät sein, aber so sind eben die Gepflogenheiten. Ich bin Papella, die hissige Arenaleiterin. Hissig? Ja, keine Ahnung. Dank meiner Quizfragen habe ich während der Arena-Mission einen recht guten Eindruck von dir bekommen. Ja, 100%, Bitch. Aber die größte Prüfung in dieser Arena hast du noch nicht bestanden. Zeig mir im Kampf, ob du weißt, wie man mit seinen Pokémon richtig umgeht. Okay, alles klar. Soll ich den Stuhl holen, Liebchen? Ich bin gleich da. Einen Moment noch. Mein Gott, der Weg wird auch immer länger. Also... So, Papella, wollen wir mal. Smogmog. Ach nee. Alter, wie sieht das denn aus? Lol. Ist ja widerlich. Also ich denke mal, das ist auch Fee. Sonst hätte ich das nicht eingesetzt. Hier, Eisenschädel, komm her. Go, Yeti. Das ist sehr effektiv, yay. Und ist zurückgeschreckt, Frage. Sehr gut. Oh, jetzt stellt die sogar Fragen. Sag mal, kennst du meine Zauberin? Nee, Hexe. Richtig. Oh, Zauberin. Ja, wusste ich. Kein Problem. Guck mal, der kleinere Ball von Smogmog hat einen richtigen Vollbart. Ja. So, wir müssen jetzt jede Frage richtig beantworten. Ja. Damit wir das Dynamax-Pokémon, ne? Weiß Bescheid. Cool, Smogmog, ey, mit zwei Zylindern aus dem Rauch aus. Das ist cool. Flunkiefer, au! Weiterkämpfen. Ich hoffe, Flunkiefer kann keine Kampfattacke. Ach nö. Dein Ernst, ich brauch doch meinen Angriff. Ha! Schlurkraut kommt zum Einsatz! Oh, ich bin so gut. Eisenschädel, komm her. Boing. Sehr gut. Okay, Flunkiefer ist kaputt. Echt schon? Ja, durch Eisenschädel können die auch zurückschrecken und ich hatte jetzt das Glück, dass die, dass beide, also Smogmog und, Was ist meine Lieblingsfarbe? Pink. Ich nehme lila. Pink? Dann nimm du pink, ich nehm lila. Ich wurde das gar nicht gefragt. Ich nehm lila. Okay. Richtig! Kann doch gar nicht sein. Doch, ich dachte wegen dem Schal, weißt du? Ich glaube pink wäre auch richtig gewesen. Ich glaube, die sagt immer richtig. Dann nimm doch pink. Ich wurde das ja nicht gefragt. Kommst bestimmt mal. Oh, schön, Sarah. Das nächste Pokémon, schön. Was ist meine Lieblingsfarbe? Lila. In der Tat. Ein dunkles Lila ist doch wunderschön, oder? Ja, wunderschön ist das. Wieso nimmst du nicht pink? Never change a running system. So. Aha. Bam. Oh, ist schön. Jetzt ist schon zum dritten Mal zurückgeschreckt, das Pokémon, was ich bekämpfe. Sehr gut. Ich muss mein Pokémon jetzt erstmal heilen, ey. Ich mein's nicht. Die hatten noch nicht eine Attacke einsetzen können. Dank meinem Eisenschädel. Oh, Luftschnitt. Ah, Gott sei Dank. Pokusan, was ist da dann? Weiterkämpfen. Oh, jetzt ist sie traurig. Endlich fängt der Morgentee an zu wirken. Oh je. Was hast du da drin gehabt? Aufputschmittel. Frage, Pokusan. Oh Gott. Nun denn, wie alt bin ich? 70. Nee, über 70.
Oh, das ist eine tolle Antwort. Aber falsch. Nein, das war richtig. 16. Ja. Also, ich hätte mal 16 oder 88. Ich dachte so, ja, 88 ist doch irgendwie ein bisschen unhöflich. Ja, aber. Ja, aber wäre vielleicht richtig gewesen. So, Sarah. Wer denn 88? Poku-san ist der letzte Gegner. Ja. Das ist ein Haufen Sahne mit Erdbeeren. Kann ich da auch ein anderes Pokémon für nehmen? Keine Ahnung, was du alles kannst. Was ist denn das für ein Typ überhaupt? Ja, Fee, wahrscheinlich. Was ist noch gegen Fee effektiv? Das fragst du mich schon zum 150. Mal mittlerweile. Glaube ich, gell? Außerdem wurde die Frage eben gestellt. Was ist die Schwachstelle von... Oh Gott, ja, ist ja gut, richtig. Doch nicht so. Nee, so, was ist die Schwachstelle von Feen? Stahl und Gift. Aha. Lecker! Das ist... Oh, ich sag's nicht, aber... Oh, geil. Erdbeer! Ja, Sarah, wird noch besser. Pass mal auf, Sarah, das wird noch besser wird das. Oh, One-Hit, kaputt. Sarah, bleib mal lieber du bei deiner Ameise. Ja, geil, also das war ja ein ziemlich lockerer Kampf. Wie die Klasse in den Bogen geballt sieht. Vor allem, wie die guckt hinterher. Ich bin richtig Angst. Oh, eine Torte. Pass auf deinen Blutdruck auf, Liebchen. Ja, oder? Voll lecker. Oh mein Gott. Euch fehlt es zwar an Pink, aber du und deine Pokémon gibt ein gutes Team ab. Dankeschön. So, Sarah, einfach Düner, Stahlzacken, fertig, weißt du? Ja. Die ja, Oma, ey. So, ich lass die aber von dir gleich synchronisieren. Oh, okay. Kampf, Dynamax, deiner Stahlzacken. Go, Doris 2. Falls sich jemand fragt, wo Doris 1 ist. Es gibt es nicht. Entweder in der Reha wahrscheinlich. Oder sie gibt es nicht. Also weit. Ich glaube ja, die gibt es gar nicht. Oh Gott, Doris 2, du siehst irgendwie echt nicht so hübsch aus. Sarah? Ja? Bewerte nie ein Buch nach seinem Einband. Ja, sehr weise, Carsten. Oh, es ist tot! Siehste? Ja! Wir haben die Torte erledigt! Woo! Warum hast du nicht so viele Fragen bekommen? Wahrscheinlich, weil du... Nö, ich hab die gleichen Fragen bekommen, außer die letzte. Okay. Was war nochmal die letzte? wie jung sie ist. Also achso, genau, ja. Das wollte ich nicht gefragt. Sie schmeißt den Regenschirm weg. What the fuck? Nö, bei mir nicht. Bei mir hat den Regenschirm weggeschmissen. Achso, noch vor dem Gespräch? Oh, das habe ich jetzt nicht mehr. Ja. Das weiß ich nicht mehr. Da habe ich nicht geguckt. Ich bin gleich da. Das war nicht übel. Aber leider bist du nicht ganz das, wonach ich suche. Bitte was? Ich habe alles richtig beantwortet. Ja, Sarah, ich will auch nicht ihr nachweisen. Dann müsste ich ja Feen-Pokémon einsetzen. Nee. Sei nicht enttäuscht, Kindchen. Meine Vorstellungen sind da einfach sehr speziell. Mein siebter Sinn sagt mir, dass mein Nachfolger woanders auf mich wartet. Ich weiß vielleicht auch schon wo. In dieser Hinsicht warst du zwar nicht erfolgreich, aber den Feenorden hast du dir gewiss verdient. Dankeschön. Vielen Dank. Danke. Bye. Guck mal, Sarah, schon mehr als die Hälfte voll da. Ja. Du kannst jetzt alle Pokémon bis 45 fangen. Yay. Eine TM. Diebeskuss. Diebeskuss kann bestimmt unsere Schlafmütz. Zu guter Letzt bringe ich noch etwas mehr Pink in dein Leben, und zwar mit dieser Uniform. Tu mir den Gefallen und probier sie mal an, ja? Bestimmt, mache ich sofort. Nee, danke. Die verbrenne ich. Es ist kein Geheimnis, dass ich es genieße, jungen Leuten wie dich in den Mangel zu nehmen. Nur so profitierst du letztendlich von meinem Wissen. Doch wir Alten müssen auch wissen, wann es an der Zeit ist, der nächsten Generation die Bühne zu überlassen. Okay, wie auch immer. Tschüss. Hab dich lieb, Oma. Bricht dir nichts auf dem Heimweg. So. Raus hier. Wow. Ja, erstmal mit dem Fan. Oh, jetzt werden die Leute gar nicht mehr aufhören, von dir zu reden. Toll. Okay. Und die Omas hier, du hast ganz schön was auf dem Carsten. Ja. Das wird nie unlustig.
Sag mir, wenn du draußen bist. Ja, leg los. Warte, Kindchen. Bin gleich da. Ich muss noch ein paar Besorgungen in Claw City machen. Möchtest du mich vielleicht begleiten? Wenn du zur nächsten Arena-Stadion willst, musst du so oder so zurück nach Claw City. Gerne. Pff, klar, dann höre ich dann mir komm. Oder wie ist noch weitere Geschichten von dir an, Troller. Ja, ich habe da jetzt angenommen. Ja, habe ich auch. Also, habe ich auch. Also. Ne? Bah, in Claw City ist es immer so schrecklich staubig. Es zählt doch kein Mensch aus. Aber gut, einigen wenigen Pokémon mag das ja gefallen. Also sei es drum. Jo, bis dann, ne? Hey, erstmal Pokémon Center. Könnt auch erstmal wieder heilen. So, wo müssen wir jetzt hin? Hat das keiner gesagt, ne? Nee. So direkt. Ah, Yeti, ey. Yeti war schon geil. Ach genau, und jetzt gucke ich erstmal, wer Diebeskuss erlernen kann. Das verwirrt doch, oder? Nö. Das saugt aber dem anderen KP ab. Siehst du, Schlafmütz kannst erlernen. Ja. So, Stadt. Heilwoge. Heilwoge ist nur in Doppelkämpfen interessant. Oh, Sarah, ja, du hast ja auch diese Großwurzel oder was, ne? Ja. Genau. Kannst du Schlafmütz geben oder wie auch immer dein Vieh heißt? Ich hab Bianca das Psychoattacken verstärkt gegeben. Achso. Ja, aber Diebeskuss, nee, ich lass das mal. Fuck, jetzt hat er natürlich sein Dings da verbraucht, der Jedi, ne? Jetzt weiß ich nicht, was gebe ich dem sonst jetzt? Ich renne schon mal weiter. Chill doch mal, ey. Ja, komm, warum nicht hier? Bitteschön. Kaffee, ich komme. Wie Kaffee? Was willst du denn im Kaffee? Ich geh in das Kaffee. Was? Ja, jetzt gegen den Typen. Willkommen im Kampfcafé. Nur noch Unsicherheit, na, willst du auch hin? Ja. Jetzt guck ich erstmal auf die Karte. Kehre nach Claw City zurück, hä? Sehen wir doch. Barista, ehrlich gesagt. Hallo? Oh, da steht Dings. Was Kaffee? Im Café, wo du eine Belohnung kriegst, wenn du das besiegst, den Typen. Hör ich jetzt zum ersten Mal, aber gut. Welchen Typen? Den Barkeeper da, ja? Ja, das war doch auch bei den anderen so, bei den. Du meinst, ich hab die angesprochen? Ja. Die anderen. Die doch, oder nicht? Gut, dann kämpfen wir halt. Sabayone und Fokusan, ja gut, die beiden, die kennen wir ja schon, ne? Los, Yeti, los, Tadel. Oh, Tadel könnt ihr gefährlich werden. Eisenschädel. Und du gehst mal weg. Ey, könnt ihr mal meinen Hoppel in Ruhe lassen? Was geht mit euch ab? Dafür kommt mal Ninja vielleicht. Ich will nur, dass es überlebt. Mehr will ich gar nicht. Yeti macht dann den Rest. Bam. Und Doris ist Level 40. Metallsound. Metallsound, oh. Kanon, wunderbar. Guter Switch, Carsten. Was kriegt man dann für eine Belohnung? Ich weiß nicht. Was zum Naschen? Hast du was zum Naschen? Enttäuschend, Ninja. Bäm, so wird das gemacht. Yeah, Yeti. Woo. Sehr geil. Ursel ist Level 39. Wunderbar. Sahnehäubchen habe ich bekommen. Ein Sahnehäubchen. Ein lockeres, leichtes Häubchen auf Schlagsahne, das in bestimmter Art sehr beliebt ist. Dankeschön. Ja. Ich habe ein Zuckerkleeblatt. Oh, süß. Das kann ich meinem Hokumil geben, was ich nicht habe. Ja, ich auch nicht. So, wie gesagt, hier steht Betis. Oh,
Ich gehe noch schnell ins Pokémon Center. Oh. Sicher ist sicher. Sicher ist sicher. Beeil dich. Dum, dum, da, da, dum, dum. Ich bin ja jetzt, ich komm jetzt. Ich bin ja jetzt, ich komm jetzt. Okay. Bist du hier, um zu gaffen? Erfreut sich mein Einblick, dass ich wohl kein Seltsamer mal bin? Mich hat... Was? Okay, du hast du schon den zweiten Satz von Fred vorgelesen? Ja, gerade. Okay. Was nehmen wir gerade nicht oder eigentlich so? Was? Was nehmen wir gerade nicht oder eigentlich schon? Hast du wirklich nichts Besseres zu tun? Das ist der dritte Satz übrigens. Hast du nichts zu tun? Ja, weiß ich nicht, was du willst. Gerade nicht. Ja. Das ist noch so ein bisschen frech, weißt du? Vielleicht hast du sogar recht damit. Seit ich dich klassifiziert wurde, hast du schließlich einen gefährlichsten Gegner vom Eis. Aber denk ja nicht, dass ich aufgegeben habe. Ich muss einfach Champ werden für den Liga-Präsidenten. Deshalb werde ich ihn darum bitten, mich wieder an der Rienscheins teilnehmen zu lassen. Okay. Die Oma. Oha! Wen haben wir denn da? Pink! Ganz viel Pink! Das ist mal ein strahlendes Pink! Oi. Der Junge nimmt kein Blatt vor den Mund und ein bisschen verschoben ist er auch. Das zeigt von Charakter. So mag ich das. So gefallen mir die Jungen, das junge Gemüse. Willkommen zu meiner Arena-Mission. Wie bitte? Oje. Pink! Kling. Pink! Von Kopf bis Fuß pink! Herzlichen Glückwunsch, Jungschen. Die ist so geil, die Oma. Ja, guck mal, wie schnell die auf einmal war, ne? Sie sind doch Papeller, nicht wahr? Was in einer Welt sollte das eben? Olivia hat dich schamlos ausgenutzt und dich Wunschsterne für sie sammeln lassen, richtig? Und jetzt, wo sie dich nicht mehr braucht, hat sie dich einfach deinem Schicksal überlassen. Ich weiß, wie du dich fühlst. Die Verzweiflung steht dir ins Gesicht geschrieben. Ich kann dir vielleicht aus dieser Misere helfen. Du musst nur mit mir kommen und bereit sein, Einsatz zu zeigen. Die will dich fressen. Kannst du das, Jungchen? Geh nicht mit. Ob ich das kann? Ist das ihr Ernst? Stell ich hier etwa mein Können in Frage? Natürlich kann ich das. Ich werde zeigen, was in mir steckt. Sie werden schon sehen. Und dann bringe ich sie dazu, mir alles zu verraten, was sie über die Wunschsterne wissen. Wir verabschieden uns fürs erste Kindchen. Ja. Du solltest dich als nächstes auf Route 7 begeben und nach weiterreisen. Wohin? Ich habe den Ort leider nicht verstanden. Ja? Auf ein immer Wiedersehen, Betis. Viel Glück. Komm wieder. Oh je. Kommen wir jetzt auf Route 7? Ach, ja, wahrscheinlich rechts rum, ne? Ja. So, da fahre ich gerade mit dem Fahrrädchen. Oh. Und dann machen wir das in der nächsten Folge. Geh nur nicht da drauf, ne? Oh, okay, verstehe. Mhm. Bist du soweit? Ja. Hallo, na, wie geht's? Wie geht es voran mit den Arena-Orden? Ich habe die antike Stätte von Perspect jetzt von oben bis unten untersucht. Aber ich weiß noch immer nicht, welche beiden Pokémon hinter dem Schwert und dem Schild stecken oder wo sie sich heute aufhalten. So vieles ist noch unklar. Vielleicht hilft es, wenn wir nochmal die Wandteppiche in der Schatzkammer an... Kabum. Kabum. Nicht schon wieder. Was um alles in der Welt war das? Das laute Geräusch eben kam aus dem Klar-Stadion. Unter dem Stadion befindet sich das Energiewerk des Liga-Präsidenten. Oh, eine Energiequelle? Hier? Was ist denn los? meine Energiequellendetektor schlägt aus. Soll das etwa heißen, dass man hier Pokémon Dynamaximieren kann? Oh je.
Da, wie, och, nee, wie war das? Kleiner Carsten, irgendwie so, habt ihr diesen Knall eben auch gehört? Rose führt wahrscheinlich wieder irgendwelche Experimente durch. Das gefällt mir gar nicht. Wenn wir nichts unternehmen, könnte sich mitten in der Claw City ein Pokémon Dynamaximieren maximieren. Im Ernst? Das sollte ich besser Rose mitteilen. Gute Idee, und ich komme mit, sonst verläufst du dich nur wieder. Ich kann es kaum abwarten, dich beim Turnier nach der Arena-Challenge anzufeuern. Überlass das hier uns Erwachsenen und mach dich auf den Weg nach... damit du dir den nächsten Ort schaffen kannst. Oh nein. Oh. Hey! Carsten! Huhu! Hä? Hey du Bunnes, komm mal rüber hier! Ich kenn dich nicht. Na. Aber ich würde sagen, wir machen mal hier Halt und ich hab den jetzt schon angefangen. Okay. Dieser Wald und Papellas Fragen waren zu viel für mich. Ich bin immer noch total durcheinander. Aber zum Glück habe ich dich endlich wieder eingeholt. Komm, lass uns auf Route 7 gegeneinander kämpfen. Vielleicht hilft mir das auf die Sprünge. Das können wir in der nächsten Folge machen, Sarah. Warten wir jetzt hier vor dem Bahnhof. Ja, würde ich sagen. Gut, dann in der nächsten Folge kämpfen wir gegen Hopp. Woher ich das weiß? Tja. Guck mal, Sarah, da oben rechts. Entweder sieht das aus wie das Parlament von Großbritannien. Mhm. Oder so ein bisschen wie Hogwarts. Natürlich sieht hier alles so ein bisschen aus wie Hogwarts. Würde ich nicht sagen. Ja, so ein bisschen doch, wegen dem ganzen Schloss ähnlich. Ja, aber Hogwarts. Okay, darüber reden wir jetzt, wenn die Aufnahme vorbei ist, Sarah. Okay. Und du weißt, wer verlieren wird. Bis zur nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.